Wenn wir heute, liebe Schwestern und Brüder, hinzugehen auf Pfingsten, in diesem 17. Kapitel des Johannes das sogenannte hohe priesterliche Gebet Jesu hören, das in diesen Tagen in den Lesungen so oft anklingt und uns seit Ostern vertraut ist, dann ist in diesem Beten Jesu noch einmal all das, was er getan hat und uns in den Evangelien berichtet wird, wenn er sich zurückzieht in die Einsamkeit, wenn er sich in der Nacht zurückzieht, um zu beten, dann ist das noch einmal zusammengefasst. Ja, genau hierin ist es eine christliche Lebenseinstellung, Jesus nachzuahmen, wenn der Apostel uns zuruft, betet ohne Unterlass. Dann besteht auch die Nachfolge Jesu genau darin. Aber dann steht etwas in uns auf. Nicht wenige sagen heute, ja, ich versuche das, wenn ich nur ein richtiges Gebet hätte. Als käme es auf das richtige Formular an. Wenn ich nur die Zeit finden würde. Oder wenn ich versuche, wenn ich nicht so abgelenkt wäre. Ein großer Lehrer des Betens aus der Wüste, Makarios der Ägypter, mag uns vielleicht eine Hilfestellung sein, damit wir auch im Gebet Jesus nachfolgen, wenn er schreibt. Doch zuerst muss jener, der zum Herrn hintreten will, sich selbst zum Guten zwingen, selbst wenn das Herz widerstrebt. Und alle Zeit mit unerschütterlichem Glauben auf sein Erbarmen warten. Er muss sich zwingen zur Liebe. Wenn er Liebe nicht hat, muss er sich zwingen zur Sanftmut. Wenn er Sanftmut nicht hat, er muss sich zwingen, damit sein Herz barmherzig und mitleidsvoll wird. Er muss sich zwingen, Verachtung zu ertragen, Nachsicht und Langmut zu üben gegen den, der ihn verachtet, sich nicht zu ärgern und zu empören, wenn er für nichts gehalten und beleidigt wird. Gemäß dem Wort des Apostels, verschafft euch, Geliebte, nicht Selbstgerechtigkeit. Er muss sich auch zwingen zum Gebet, obwohl er des geistigen Gebetes entbehrt. Und wenn Gott sieht, wie er kämpft und sich zwingt, obwohl das Herz widerstrebt, wird er ihm das wahre Gebet schenken, das Gebet des Heiligen Geistes. Er wird ihm die wahre Liebe schenken, die Sanftmut der Wahrheit, ein erbarmendes Herz, wahre Güte. Mit einem Wort, er wird ihn erfüllen mit den Früchten des Heiligen Geistes.